Tiere kommen praktisch jeden Tag bei uns rein. Vor allem Schmuckschildkröten werden eigentlich fast jeden Tag abgegeben. Bartagamm nicht ganz so häufig, aber ich sag mal so, im Schnitt alle 1 bis 2 Wochen kriegen wir auch Bartagamm rein. Königspythons kommen sehr häufig rein. Kornnattern nicht ganz so häufig, aber da haben wir auch noch ca. 3 Dutzend. Ganz wichtige Aufgabe in der Reptilienauffangstation ist die Verwahrung, Pflege, das ganze generelle Handling von potenziell gefährlichen Tieren. Das heißt, Krokodile, große Würgeschlangen, aber vor allem auch Giftschlangen. Potenziell heißt nicht, dass das jetzt alles aggressive, blutrünstige Killer sind, die es nur darauf angelegt haben, hier einen Mensch nach dem nächsten um die Ecke zu bringen, sondern es sind einfach Tiere, die, wenn es darauf ankommt, sich zu verteidigen wissen. Ja, wenn man die richtig handhabt, wird in den allermeisten Fällen nichts passieren. So, aber es kann natürlich im Alltag unserer Pfleger immer wieder auch mal vorkommen, dass kleinere Verletzungen vorkommen. Also gerade heute hatten wir den Fall, dass ein Pfleger einen Streifbiss vom Teppichpython gekriegt hat. Das ist nichts Dramatisches. Da kommt noch nicht mal ein Pflaster drauf. Das hat er in 2 Stunden schon wieder vergessen. Also Schlangen sind halt generell unterschiedliche Charaktere. Es gibt welche, die sind zickig, manche sind halt recht brav. Und heute habe ich zum Beispiel einen Teppichpython gebissen, was heute ein bisschen schlecht gelaunt war. Aber sonst ist es ein recht braves Tier. Er ist ja quasi gegen die Scheibe gedonnert, deswegen mache ich heute den ganzen Tag an der Scheibe schneiden, weil die halt ziemlich viel Wucht dagegen gedonnert ist. Und entsprechend braucht man natürlich auch gut ausgebildetes Personal, guten Versicherungsschutz. Und dann kann aber eigentlich auch schon fast nichts mehr schief gehen. So, wenn man dann bei uns ein Tier mitnehmen möchte, dann schauen wir natürlich schon, hat derjenige auch die entsprechende Sachkunde. Oder wenn derjenige sagt, nein, ich habe so gar keine Erfahrung damit, dann kann er natürlich ein Beratungsgespräch von uns bekommen. Das heißt, er macht einen persönlichen Termin mit uns aus, wird auch hier durchgeführt, die Tiere mal auf die Hand gesetzt, dass er auch mal selber ein Gefühl dafür entwickelt und wir klären ihn eben darüber auf, was musst du alles beachten, welche Kosten kommen da auf dich zu, wie alt wird dieses Tier. Man muss sich aber auch dessen bewusst sein, dass es keine Kuscheltiere sind, wie jetzt zum Beispiel ein Hund oder eine Katze. Also, dass man mit einem Reptil hier so hands-on arbeiten kann, das ist eher selten. Ja, trotzdem werden es immer mehr Tiere, teilweise auch in absoluter Unkenntnis gehalten. Ein gutes Beispiel für Haltungsfehler ist zum Beispiel das Tier. So, das ist eine Bachschildkröte. Und man sieht schon, die hat hier diverse Panzerverwölbungen, also ist sehr unregelmäßig geformt. Das ist nicht natürlich, sondern in der Natur hätte dieses Tier einen schönen, oval, runden Panzer. Ja, in dem Fall ist es einfach so liebevoll, wie man dieses Tier vielleicht gehalten haben mag. Der Besitzer hatte absolut keine Ahnung, dass das hier eine Wasserschildkröte ist. Der hat sie als Landschildkröte gehalten. Alles aufgrund von dieser falschen Beratung. Also das ist tatsächlich, diese wirtschaftlichen Interessen sind ein ganz großes Problem und daraus resultiert diese Unwissenheit, mit der wir jeden Tag zu kämpfen haben.